Und jetzt die entscheidende Frage, wann werden sie kommen? Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen, ja, wer hätte es geglaubt, noch ein Medbett-Video. Bisher habe ich 4 Medbett-Videos auf meinem Kanal, Johannes Stark, Stark Dynamisch. Ein interessantes Experiment, so habe ich immer gedacht und habe mir gedacht, okay, 4 Videos, ich glaube, jetzt haben wir so jedes Thema im Großen und Ganzen durch. Und dann haben sich neue Informationen ergeben, wieder von komplett unabhängiger Stelle, also 2 getrennt voneinander, ganz interessante Neuigkeiten, ganz interessante Antworten auf ganz spezielle Fragen. Offenlegung, Beweise könnte man sagen. Man könnte auch sagen, die Medbets kommen. Ja, sie kommen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien dazu, wann werden sie kommen, wie werden sie kommen, wer wird drankommen, was können sie alles. 2 oder mehrere Fragen, die wir hier in diesem Video beantworten. Und ich habe noch etwas für dich, ein interessantes PDF, das du dir ausdrucken kannst. Du bekommst dieses PDF, wenn du dich unten unterhalb in der Beschreibung zum Medbett zwischendurch Newsletter anmeldest. Das kannst du dann in Ruhe durchlesen. Ja, sehr interessant. Und ganz unabhängig von diesem Dokument habe ich andere Dinge auch gesehen, die wir uns genau angeschaut haben. Wir haben sie übersetzt und dann für uns das Wesentliche herausgenommen und haben gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, ein neues Medbett-Video zu machen mit den Kernaussagen von diesen Informationen für dich hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, herrlich. Übrigens, auf diesem Kanal kommen wöchentlich neue Impulse zum Thema, wie kann man mehr Kraft, mehr Power aufbauen, mehr Klarheit, mehr Leichtigkeit, mehr innere Freiheit finden. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Darum, diesen Kanal zu abonnieren, ist sicher eine gute Wahl. Wir schauen uns jetzt einige Punkte an zu den Informationen, zu den neuen Informationen, die Medbets kommen. Ja, da gibt es jetzt 2 verschiedene Theorien. Wir tasten uns da jetzt ein bisschen zu diesem Thema heran. Es wird in jeder Hauptstadt ein Medbett-Center geben, sehr bald schon. Wenn sie öffentlich werden, dann wird man eingeladen, in ein Medbett zu kommen. Es gibt einen ganz klaren Deal, dass wenn man ein Medbett nutzen kann, dann ist man aufgefordert, über 2-3 Monate ganz klar zu dokumentieren, wie es einem selber geht, wie der Heilungsprozess ist, wie der Körper reagiert, wie das Gefühlsleben ausschaut und das dann auch auf Social Media zu teilen. Das finde ich eine super Marketingstrategie, absolut spitze. Das ist der Deal, wenn man ein Medbett nutzen kann. Halt dich fest! Es gibt eine grundsätzliche Aussage, dass die Medbetten bald verfügbar sein werden. Ich sage dir dann auch gleich, zu welchem Zeitraum. Und Anfang bis Mitte Januar starten die Einladungen. Wow, da bin ich mal gespannt. Und eine ganz wesentliche Aussage, eine unglaublich wichtige Kernaussage aus allen Informationen, die ich bis jetzt von solchen Stellen gesammelt habe, das ist nicht nur, dass sie nichts kostet, so eine Behandlung, und auch nicht, dass es sehr schnell gehen kann, sondern das Ganze ist ein Prozess. Ein Prozess. Das heißt, wenn man in den Genuss kommt, ein Medbett zu nutzen, dann geht ein Prozess voraus. Man bekommt ganz klar Informationen, wie eine gesunde Ernährung aussehen sollte, wie eine gesunde Bewegung aussehen sollte, wie ein Energiefluss im Körper aufgebaut werden sollte. Und das geht leichter, als wir alle denken. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, auf uns schauen, darauf schauen, welche Informationen, dass wir uns jeden Tag geben und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dieser Prozess geht einer Medbettbehandlung voraus. Und das ist auch richtig so. Du kennst vielleicht, in Tibet und in Teilen von China gibt es Krankenhäuser ohne Medizin.
Da werden die Menschen geheilt in unglaublich kurzer Zeit. Und da geht auch so ein Prozess voraus. Gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, Energiefluss im Körper. Und erst dann ist man für den Heilungsprozess dann auch bereit. Und so ist das auch bei den Medbetten. Und da bin ich sehr froh, dass diese Information von dieser Stelle aus kommt, denn genau so ist es. Wenn du die anderen Videos zu den Medbetten auf meinem Kanal schon gesehen hast, dann hast du sicher bemerkt, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass ich sage, warten wir jetzt bitte nicht, bis die Medbetten kommen. Wenn wir in den Wartemodus gehen, verlieren wir jetzt Energie. Denn wir suchen die Lösung wieder im Außen, so wie wir es schon so oft getan haben, so wie unsere Vorfahren es schon oft getan haben. Wir warten auf die Lösung von außen. Und diese Lösung von außen, das ist oft nicht die Lösung. Wenn wir allerdings jetzt anfangen, an uns zu arbeiten, das Bewusstsein einzurichten zum Thema Gesundheit, zum Thema Vitalität, zum Thema Energiefluss im Körper, zum Thema gesunde Ernährung. Ja, kein Zufall. Diese Menschen, die in diesem Prozess schon sehr weit fortgeschritten sind, diese Menschen haben schneller den Zugang zu einem Medbett. Denn es gibt ein Auswahlverfahren und es geht immer ein Prozess voraus. Gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, Energiefluss im Körper und ein Bewusstsein dafür, was hat meinen Körper überhaupt krank gemacht, was kann ihn jetzt auch gesund machen. Nicht die Lösung von außen, sondern mein Bewusstseinszustand, meine Haltung im Hier und Jetzt. Und die absolute geniale Aussage, wir könnten mit diesem Prozess jetzt anfangen, heute, jetzt. Dann wirst du erstens früher gereiht oder schneller gereiht, wenn die Medbetten da sind. Und du brauchst diesen Prozess nicht erst dann starten, sondern du kannst jetzt loslegen. Das ist doch überaus genial, findest du nicht auch? Das ist genial. Das heißt, die Verantwortung liegt dann schon bei uns selber. Und nicht, ja, jetzt, ich esse jetzt weiter Chips, trinke Cola, trinke 2 Flaschen Bier am Tag, schaue jeden Tag 2 Stunden Nachrichten, ich habe keine Lust auf das Leben, alle sind blöd und ich bin das Opfer der Welt. Und dann liege ich mich in ein Medbett. Das spielt sich garantiert nicht. Garantiert nicht. Und da war ich immer schon davon überzeugt, dass die Eigenverantwortung das Wichtigste ist, das Bewusstsein das Wichtigste, die Verantwortung für den eigenen Körper, das Zentrum überhaupt in dieser Geschichte. Dann ist das Medbett eine wunderbare, wunderschöne Draufgabe zu diesem Thema. Und das ist auch die Voraussetzung, dass man in ein Medbett kommt, denn wenn man diese Voraussetzung noch nicht geleistet hat oder noch nicht in Vorleistung gegangen ist, dann bekommt man ganz klar die Vorgabe, bevor man in ein Medbett rein darf, geht dieser Prozess eben voraus. Eben die Einladungen sollen Anfang Jänner starten. Ich bin voll gespannt, wirklich sehr, sehr gespannt. In jeder Stadt wird es ein Medbett-Center geben. Ja, wann wird es diese Medbett-Center geben? Bin echt gespannt. Was kann alles geheilt werden? Auch diese Frage wurde immer wieder gestellt. Alles. Alles. Gar alles. Und wenn du mir jetzt die Frage stellst, und dieses eine auch, ja, auch das. Die Information auch von höchster Stelle, die mit solchen Dingen schon arbeiten, ist, Menschen, die sich, die ihrem eigenen Körper schaden oder die sich einfach nicht informieren und dem Körper schaden, auch jetzt, solche Menschen werden nicht als Erster gereiht, denn das ist ein Bewusstseinszustand. Wenn man sich um den Körper nicht kümmert, wenn man nicht auf seinen Körper aufpasst und schaut, dann ist das eine Bewusstseinsgeschichte und man wird dann ganz automatisch weiter zurückgereiht. Und das ist auch gut so, das ist richtig gut so. Darum, es ist kein Freibrief. Es kann alles geheilt werden, die DNA kann wieder repariert werden. Aber noch einmal, das ist kein Freibrief, dass man jetzt sagt, komm her, lass mal alles machen und spielt eh keine Rolle, das Medbett heilt das dann schon. Das ist nicht das Bewusstsein, das dann auch in die Heilung geht. Gar nicht, überhaupt nicht. Darum auch jetzt schon ganz klar informieren, was kann ich für mich tun, worauf muss ich achten, was ist jetzt wichtig und dann bin ich bereit. Machen wir uns jetzt bereit, hier und jetzt, machen wir uns jetzt bereit.
Wie zum Beispiel, Süchtige müssen erst lernen, was es bedeutet, wenn man den Körper kaputt macht. Oder was kann man jetzt dafür tun, um den Körper gesund zu machen. Und das können wir jetzt, hier und jetzt. Und das ist von oberster Stelle auch das Motto oder das Anliegen oder die Aufforderung. Bitte wartet jetzt nicht, bis das Medbett kommt, sondern fangt jetzt an euch zu arbeiten. Es gibt Medbettzentren in den Städten. Von wem werden die eingerichtet? Die Aussage ist vom Militär. Es gibt auch Healingzentren, wo Verstand und Seele in den Einklang gebracht wird. Diese werden außerhalb der Städte platziert. Ich sehe immer wieder in den Kommentaren, vielen Dank für all eure Kommentare. Ich freue mich immer darüber, auch die Informationen, was ich bekomme. Ich höre immer wieder die Frage, wie kann ich mich einbringen? Was kann ich beitragen? Ich würde gerne mithelfen. Und die Antwort ist, es braucht viele Alternativmediziner, Krankenschwestern. Ärzte werden geschult als Medbett-Ingenieure. Ja, das ist doch herrlich. Also es wird viele, viele, viele Menschen brauchen, die das dann auch bedienen. Jedes Land macht Werbung mit einer Telefonnummer, wo man Termine buchen kann. Es wird nach Dringlichkeit eingeteilt, wie gesagt nach Dringlichkeit, das heißt Haare verlängern, eine Schönheitsoperation wird sicher nicht vorgereiht. Es wird kostenfrei sein, für alle nutzbar sein. Und jetzt die entscheidende Frage, wann werden Sie kommen? In einer Videoinformation habe ich gesehen, dort spricht man ganz klar und ganz selbstverständlich vom Dezember. Zweite, dritte Dezemberwoche wird es soweit sein und die Medbeds werden dann auch öffentlich zugänglich sein. Und in dieser Information, die du dir, wenn du dich unten in der Beschreibung zum Medbed zwischendurch Newsletter anmeldest, das bekommen dann die Leute per E-Mail. Und wenn du dich da einträgst, dann kannst du dieses PDF dann auch runterladen. Was wir jetzt haben, wir haben die Aussage, im Dezember soll es soweit sein. Es kann sehr schnell sein, es kann morgen soweit sein. Es kann noch einige Jahre dauern. Die Medbeds kommen ganz klar, sind im Einsatz, werden genutzt. In diesem PDF siehst du auch, da werden immer wieder ähnliche Fragen dann auch gestellt. Schau da einfach drüber, nimm das Ganze leicht und locker. Verkrampfe dich nicht, nimm es leicht. Geh mit diesem Bewusstsein einfach schwanger. Okay, das Thema kommt daher, es kommt definitiv daher. Ich warte jetzt nicht, sondern ich gehe ab jetzt in die Gesundheit, in meine ganz persönliche Gesundheit. Und ich gehe jetzt einen Schritt nach dem anderen. Der Weg nach Rom beginnt mit einem ersten Schritt. Mach ihn, mach den zweiten, mach den dritten. Schau, was du für dich tun kannst. Und auf starkdynamisch.com findest du immer wieder Impulse, Informationen, wie du in deine Kraft kommen kannst. Und auf diesem Kanal ebenfalls. Abonnier diesen Kanal, dann bist du immer live dabei. Ich freue mich darauf. Und wenn es wieder Neues gibt, bin ich wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass es 5 Videos zum Thema Medbeds gibt. Aber vielleicht gibt es dann auch ein 6. oder ein 7. Schauen wir einfach mal. Wir lassen es passieren. Jetzt haben wir das. Wir haben diese Information, wir haben unser Leben, wir haben unsere Verantwortung, wir haben unsere Freude, wir haben die Wahl, eine Leichtigkeit in unser Leben fließen zu lassen. Und genau das wünsche ich dir. Leichtigkeit, Freude und lebe dein Leben. Es ist deins und es gibt ein Leben vor dem Tod. Das spielt jetzt, hier und heute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!